Die Brücke können wir drüber laufen. Ich hoffe, dass es jetzt hält hier. Drin. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh. Ja, das sieht auf jeden Fall nach Werkstatt aus. Da oben sitzt eine Katze. Da oben ist eine Katze. Mietzi, Mietzi, wir wollen nichts Böses. Das finde ich immer unheimlich. Hallo ihr Lieben. Ein ziemlich umständlicher Fußmarsch. Da ist zwar eine Straße, aber ich bin schon ein bisschen gelaufen, weil man nur nirgendwo anhalten kann, da wo ich hin will. Es geht da um einen, ich sag mal, verlassener Bauernhof, Vierseitenhof. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich habe das jetzt einfach nur beim Vorbeifahren habe ich es gesehen. Ja, das ist noch eine große S, das könnte auch eine Firma sein. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen rumgefahren und habe das entdeckt und habe mir gedacht, na gut, könntest du mal anhalten, der Bauer, könntest du mal anhalten, könntest du mal in die Richtung laufen. Und so wie es aussieht, komme ich auch über dieses Feld dann an das Gebäude. Also würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Los geht's. So, hier drüben könnt ihr schon erahnen, da hinten ist das, da ist das Gebäude. Da fahren zwar Autos vorbei, aber ich gehe von aus, dass da, wenn das so eine Esse ist, dann ist da garantiert, dass mal eine Firma gewesen. Das vermute ich jetzt mal ganz stark. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich, wenn ich Pech habe, fährt hier der Richtige vorbei. Und halt noch, was ich vorhabe. Wenn ich noch größeres Pech habe, was ich gerade sehe, ist ein Fluss dazwischen. So ist auf jeden Fall alles verklinkert. Ziemlich matschig hier. Und, da ist auch eine Auffahrrampe. Und, ich hab's gewusst, da ist ein Fluss, aber ich habe gerade entdeckt. Hier ist eine kleine Brücke. Die Brücke können wir drüber laufen. Ich hoffe, dass das jetzt hält hier. Sonst liege ich mitsamt Technik und Handy da drin. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh. Also, ob ich da nochmal drüber gehe, weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ich gehe dann einfach die Straße raus, wenn ich hier fertig bin. So, ihr Lieben, sind schon mal auf dem Gelände. Hier ist eine Auffahrrampe. Da oben sehe ich schon, es hat gebrannt. Was das für ein Betonklotz ist, weiß ich nicht. Wir gehen mal hier an der Seite lang. Und schauen mal. Scheint da die Firma zu sein. Von außen sah es aus wie ein Bauernhof. Oh, ich bin mal gespannt, das ist ein Riesengebäude. Mal sehen, was wir sehen. Taschenlampe ist am Start. Auf jeden Fall hier schon mal so ein großer Ofen oder sowas. Das sieht nach Werkstatt aus. Wir machen mal ein bisschen Licht. Ja, das sieht auf jeden Fall nach Werkstatt aus. Hier ist nämlich eine große Abzugshaube. Okay. Auf jeden Fall sehr interessant. Hier hängen wir das ganze Kabel gedünst. Vielleicht finden wir heraus, was hier hergestellt wurde. Da hängen mal der Feuerlöscher. Wollen wir jetzt mal hier gucken. Das ist das Geländer. Riesengroße Garagen. Okay. Jetzt machen wir schon mal keine kleinen Autos drüber. So. Gehen wir weiter. Hier ist auch eine Riesenhalle. Wo? Autos repariert worden, weil hier sieht man überall diese Mulden. Da hier, das sind die Mulden. Da konnte man sich dann unter die Autos stellen. Ich würde sogar hier mal vermuten, hier geht es eher um LKWs. Okay. Mal in die Wände gucken, ob man irgendwas entdecken muss. Als Hinweis dient, was das mal hier gewesen sein könnte. Ich schätze mal, jetzt wird schon landwirtschaftlich genutzt worden sein. Kleines Räumchen. Da ist aber nichts drin. Hier von der Klappe. Das ist eine Ausklappe. Die geht nach außen. Als ob hier jemand mal irgendwas reingereicht hat. Oder raus. Ich weiß es nicht. Wenn wir jetzt hier rausgehen, sind wir ja wieder im Außenbereich. Geht es da weiter? Ja, da kommen wir die großen Garagen. Das will ich aber erstmal nicht. Wir gehen erstmal da vorne raus.
schauen wir, da ist so eine Art Wohnhaus. Das wollen wir uns auf jeden Fall auch mal angucken. Hier oben ist noch ein Kran dran gewesen. Da, das war ein Zugkran. Okay. Ein Riesentor. Ich würde sagen, da gehen wir mal raus. Da oben sitzt eine Katze. Seht ihr das? Da oben ist eine Katze. Hoffentlich sehen wir, vielleicht sehen wir es nachher nochmal. Ich will sie nicht verschrecken, die chillt so schön. Die entspannt. Miezi, Miezi, wir wollen nichts Böses. Das finde ich immer unheimlich. Wie ich es erklärt habe, schon die großen Garagen. Da war auf jeden Fall was Größeres drin. Miezi ist aber geschillt, hat nur noch ein Auge. Ich will dich auf jeden Fall nicht erschrecken. So, gehen wir mal hier rein. Da ist nichts, aber hier sieht man wieder die Kabeltiefe. Komplett am Werk. Wir haben ihr Bestes getan. Alles hier rausgeholt, was man rausholen kann. Scheinbar. Na, die Garagen sind schon ziemlich groß. Da war schon irgendwas Großes drin. So. Schauen wir mal hier hin. Das sieht nach Bad aus. Alter Ofen. Hier geht's in den Keller. Wir machen uns mal schnell das Bad. Kaputter Ofen. Alles zerstört. Überall Kabelzeug drin. Abgemandeltes. Das waren sicherlich mal die Duschen. So. Aber wir sagen. Hier ist ein Zeitungsstapel. Der Zeitungsstapel ist noch zu, als ob hier einer das mal hierher gelegt hat, weil er es nicht ausfahren wollte von 2014. Ich gehe mal in den Keller runter. Mal da ordentlich Licht, dass wir ordentlich was sehen. Ah, ziemlich kleiner Keller. Riecht nach Öl. Wird sicherlich auch mal was gewesen sein. Die Heizung oder irgendwas. Okay. Also wieder hoch. Die schöne alte Kanne hier. Okay, schick. Sehr, sehr schick. Ich muss nachher auf jeden Fall nochmal eine Runde Bilder machen. Ja, Gulli. Hier hat man mal irgendwann ein Gitter davor gemacht, dass man nicht hier rein kann. Aber da offen ist, gehe ich natürlich mal rein. So, hier geht es nochmal zum Keller und in das Wohnhaus, was schon sehr einschussgefährdet ist. Ach du meine Nase. Das ist ja ganz schön heftig hier. Hier wurde mal was zugemacht. Damit man ja nicht rein kann. Ich vermute halt mal, damit man auch nicht diese die Räume betreten kann. Alter Ofen, alter schöner Schreibtisch, aber wirklich sehr schick. Ich muss mich sehr vorsichtig bewegen hier. Da liegen auch noch Unterlagen. Vielleicht bekommen wir raus, um was es sich hier handelt. Das ist ein Arbeitsnachweis. Name. Arbeitsort und Schrift des Brigadiers. Leider nichts unterschrieben. Größe 20 Bund. Preisgruppe. Was haben die hier gemacht? Was war das mal? War das hier das Verwaltungsgebäude? Vermute ich mal. Hier ist auch noch ein Büro. Oh Leute, guckt euch das an. Sehr krass. So viel kaputt. Vorsichtig, Alter. Hab ich hier schon angeguckt auf die Seite? Weiß ich nicht. Überall waren Büros. Ich gehe aber auch nicht hoch. Wir können mal gucken, ob jetzt schon mal jemand hoch ist. Fußabdrücke.
Ich weiß es nicht, ich traue mich nicht. Ihr seht ja selber, wie es ist. Wenn wir hier hochgucken, da, das ist wirklich extrem kaputt. Ich meine, der Katze macht das nichts aus, die wiegt nichts. Die mit sie, die kann hier runter. Aber jetzt gehen wir mal in den Keller. Schauen wir da. Unheimlich. Sehr unheimlich. Ich hoffe nicht, dass hier irgendwas ist oder jemand. Und ich überrascht werde. Hier ist aber viel Wasser. Hier ist eine Pumpe. Viel, viel Wasser. Mobilreifen. Und hier. Hier müssen wir wirklich aufpassen. Ja. Ja, aber hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Das ist nur ein Einkaufszettel. Hier gehe ich auch nicht rein. So, ich muss das jetzt mal beobachten. Mir steigt hier ständig die Kamera aus. Ich habe die jetzt mal ohne Akku und nur mit Powerbank genutzt. Mal sehen, ob es wieder ausgeht. Das wäre natürlich blöd, wenn sie kaputt wäre. So, Geld für Tagesleistung. Leichte, mittlere, schwerste Arbeit. Ich kann nicht erkennen, was hier mal gemacht wurde. Wir gehen wieder hoch. Sind wir dann auch schon mit dem Mundhaus durch? Ich will nicht weitergehen. Sorry, aber das ist mir zu gefährlich. So, es wird ein kurzes, knappes Video, auf jeden Fall. Wir gucken uns jetzt nochmal die Garagen an. Hier ist die Straße, ich muss richtig aufpassen. Wir gucken jetzt nochmal in die Garagen rein, da wird aber nichts drin sein, außer die Natur selber. Vermute ich mal. Hier, na gut, hier steht noch ein alter Hänger. Das sieht aus wie ein alter Hänger, der wurde hier zurückgelassen. Und hier weiter. Alter Werkzeugschrank oder beziehungsweise Arbeitsschrank. War das mal hier? Ja, so ein alter Spind. Okay. Gehen wir trotzdem weiter. Die nächste Garage. Wenn wir die Garagen durch haben, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie lange das Video geworden ist, sind wir danach durch. Ich denke mal, hier wird nichts mehr, oh, Spinnweben, nichts mehr Interessantes sein. Ja, hier ist alles gut. Ich werde jetzt hier vorne rausgehen. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das war ein kurzes, kleines Video. Ich war mal allein unterwegs. Nichtsdestotrotz war es spannend, fand ich auf jeden Fall. Schöner, großer Hof. Schade drum. Hätte man bestimmt mal was draus machen können, sage ich mal. Genau, und ich sage, auf morgen wird's wiedersehen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video. Ciao.